Hallo, ich bin die Roxy vom Bründl Sports in Carbon von Flagship und darf euch heute ein bisschen was über das Textil von Skitourenbekleidung zeigen. Für die Anfänger unter euch möchte ich euch gerne ans Herz legen, dass man im Skitourenbereich überhaupt mit dem 3-Zwiebel-Prinzip arbeitet. Das heißt, du arbeitest mit Schichten, Schicht für Schicht. Der Vorteil für dich ist, du kannst je nach Wetter, je nach Tagesverfassung, wie auch immer, wie es da geht, ein bisschen variieren, ob es die an- oder abziehen kannst. Wir fangen am besten mit dem ersten Layer an. Das ist in dem Fall die Unterwäsche. Da habe ich ganz ein lässiges Teil von Wien. Sollte körpernah sein, dass der Schweiß gleich vom Körper weggeht. Bei dem Teil ist der Vorteil, dass die Nähte da hinten dafür sorgen, dass du eine stabile Körperhaltung hast, dass du auch besser schnaufst in dem Fall. Zusätzlich haben wir da die Nähte, wo es die Wärme speichern und zusätzlich auch extrem atmungsaktiv ist. Gibt es natürlich in Hose genauso. Der zweite Layer, der Mid-Layer, ist schon ein bisschen interessanter, weil ein Typ ist ein bisschen kälteempfindlicher als der andere. Manche brauchen nur was Dünnes, manche ein bisschen was Wärmeres. Das heißt, jemand, der was jetzt richtig gern schwitzt, nicht viel braucht, da reichen oft schon 2 Schichten. Brauchst oft nur so ein dünnes Jackerl drüber, was ein bisschen einen Windstopper hat und hinten dabei extrem atmungsaktiv ist. Für diejenigen, die ein bisschen kälteempfindlicher sind, haben wir da ein super lässiges Vlies mit ein bisschen Merino-Wolle drinnen, was ein Naturprodukt ist, was gleichzeitig atmungsaktiv ist, voll stretchig und richtig fein zum Tragen. Wenn dir das aber zu wenig ist an dem Tag, weil du weißt ja nie, wie das Wetter ist, dann kannst du ruhig einmal ein Gilet dazu drüber anziehen. Es speichert eben da in der Körpermitte die Wärme und so bist du aber gut gerüstet. Dann gibt es noch für den dritten unter uns die extrem verfrorenen. Da haben wir ganz lässige Jacken von Dynafit mit dem Polardeck Alpha. Das heißt, vorne, hinten, seitlich bei den Armen wärmst du total. Aber ist auch seitlich, wo das dünnere da ist, extrem atmungsaktiv. Und so hast du auch den regulierenden Körperausgleich. Wenn du sagst, mir ist aber trotzdem zu kalt, kannst du immer nur das eine Vlies runter anziehen. Aber das ist meistens in die Ausnahmefälle. Dann waren wir auch schon beim dritten Layer. Das ist in dem Fall der Shell. Den brauchst du dann am besten, wenn das Wetter mal nie so mitspielt. Das heißt, wenn es mal regnet, wenn es schneit, wenn es voll windig ist, gehst du einfach her, ziehst es über die 2 Schichten drüber. Wenn du dann oben am Gipfel angekommen bist, dann ist es ja meistens so, dass dein Körper abkühlt und du einfach die Aussicht genießen willst. Dann empfehle ich dir, ein zweites Shirt zu mitnehmen zum Anlaschen und sofort gleich in die warme Schicht einschlupfen. Da haben wir in dem Fall eine feine Daunenjacke, die richtig schön körpernah geschnitten ist, schön lang, richtig fein, flauschig. Und wenn das Wetter wieder so ist, dass es voll windig ist, weil die sind ja nicht winddicht, gehst her und ziehst die Shelljacken drüber. Dann bist du für jedes Wetter gerüstet und es gibt keine Ausreden für nichts. Natürlich nicht zu vergessen, die Hosen, was auch voll wichtig sind. Da habe ich zum einen für die normalen Empfindlichen unter uns eine Hose mit einem Windstopper vorne und hinten ein bisschen dünner. Und für die Damen, die ein bisschen kälteempfindlicher sind, natürlich auch was Wärmeres. Softshell-Hosen mit einem Belüfter dabei, man kann schon nicht schief gehen. Und bitte vergesst mir ja nicht, beim Aufbegehen ein dünnes Stirnmantel zum Aufsetzen und bei der Abfahrt was Wärmeres. Kleiner Tipp von mir, beim Aufgehen nie zu warm anziehen, weil sonst kommt es gar nicht ins Schwitzen und die Freude vergeht da.
lieber eine Schicht weniger und dafür hast du mehr Gaudi. Und zieh auf den Krusti immer noch. Viel Spaß bei deinen nächsten Skitouren.